Hallöchen Leute, willkommen zur 8. Episode meines Let's Plays Soma. Ich bin Davy und stelle euch ganz herzlich zurück begrüße in diesem Spektakel von einem Indie-Horror-Game. So, Dele, da machen wir jetzt weiter. Wir sind ja jetzt in der Nähe von Tether angelangt, wo wir hinkommen sollten. Bin ich ja jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben den kleinen Ted leider zunichte gemacht. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, was ich empfinden tue. Bei einer Art und Weise. Aber was soll man machen? Man muss natürlich auch Leute opfern können. So, nur wo ist unser Weg hin? Muss man da geradeaus hin oder muss man irgendwo anders dahin? Das ist die andere Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle. So, wo ist der Weg? Wo ist überhaupt der Weg? Wo es weitergehen soll? So, authorized Person. So, es hat mal ein bisschen geruckelt. Ja, und ich drücke schon wieder den falschen Knopf. I can figure this out. Okay, das ist schon mal nicht möglich. So, gut. Dann vielleicht das hier aufmachen, wenn es gehen würde. So, das vielleicht drehen erstmal. So. Gut. Alles klar, jetzt vielleicht drehen. Ja, drehen. Oh, komm. Hallo, drehst du's? Drehen tut sich nicht. Okay, vielleicht jetzt. Geht nicht, okay. So, drehen. Hallo. So, geht doch. Hallo, drehst du mal? Sehr gut. So, jetzt ist aktiv. Und, was sagt's? Nein, geht immer noch nicht. So, vielleicht jetzt Tür öffnen. Nee, geht immer noch nichts hier. So, was gibt's noch? So, jetzt haben wir es. Oh. Hallo? Hallo? Was soll der Scheiß? Gut. Jetzt ist grün. Jetzt geht was auf. Sehr schön. Die Tür geht auf, Sesam, öffne dich. Hallo, Vetter. Ganz groß im Buchstaben. Ganz theatralisch geht jetzt hier die Tür auf. Oder gehen wir mal hinein. So, was haben wir hier? Omnitool putzen. Zugriff gewährt. Das Thunbad. Okay, Wasser. Der Wasserstatus sinkt mal wieder. Aber es hat sich gerade eher ganz komisch eher angehört, als ob es gerade so vielleicht eventuell der Freak wäre. Aber ich hoffe es mal nicht, dass es der Fall ist, weil das muss ja echt jetzt nicht wahr sein, wenn jetzt der Freak am Start wäre, oder Witz. So, aber mich kotzt gerade was an. Ich muss mal das Mikrofon ein bisschen näher holen. Sehr schön, das ist doch schon mal optimaler. So, jetzt hat's mal... Ja, es ladet wie verrückt und es ruckelt auch. Ich finde es immer so atemberaubend. Und die Tür öffnet sich auch hier drin. Okay. Hallo? Anyone there? Gut. Well, Catherine, we found Theta. So, da ist wieder okay, es speichert mal, alles klar. Es ruckelt erstmal wieder. Ich meine, das Spiel hat sehr viele Punkte. So, das können wir mitnehmen. Können wir bestimmt hier auf... Genau, das habe ich mit gemeint. Sehr schön. Dann können wir hier durch. So. Wie war nochmal Taschenlampe? Das war Taschenlampe, genau. So, haben wir hier mit dem Omnitool. Ja, wir sind da. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better.
Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Quarantäne? Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Alles klar. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir hier alles wieder. So, okay. Karte, Hauptebene, alles klar, da oben sind wir. Ebene 1, Ebene 2, wow. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? In the habitat? That's so strange. Ja, das ist sehr komisch. Verstorben, vermisst, verstorben. Vermisst, verstorben, vermisst. Ja, das sind sehr viele. Das sind sie. Jane Addams, okay. Gavin, Nathan. Sehr interessant, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Alle hopp, dann versuchen wir mal zu suchen. Kann ich dich mitnehmen? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann. Ja, alles klar. Ich mache mich schon auf den Weg. Keine Sorge. Oh. Eieiei, das wird jetzt eher, glaube ich, eine Katastrophe hier. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir so richtig sicher sind hier. Okay, da geht's weiter. Was ist mit hier? Da gibt's auch noch eine Option, alles klar. Thanks, Stromer. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Oh mein Gott. Hört ihr das schon? Das ist ja unfassbar. Okay, er speichert schon mal wieder. Das hört sich hier nicht gut an. Okay, hier ist mal nichts. Okay. So, was finden wir hier? Hier ist ein Serverraum. Oh mein Gott, und hier ist ein Toter. Alles okay. Alter, die Waldfee. Ich glaube, von dir kriegen wir auf jeden Fall nicht das Passwort, glaube ich. Ja? So, was ist das? Reden können wir auch nicht mit dir. Nicht so. Uiuiui, ich hoffe nur, dass der Freak nicht hier rumrennt, wo im Schiff uns hinterher gerannt ist. Da ist noch so eine Leiche. Oh oh. Was ist das für ein Freak da gewesen? Oh mein Gott, was ist das für ein Freak? Ja, super, und hier komme ich nicht weiter. Warum hänge ich jetzt? Oh oh. Ich muss warten. Okay, der kommt von da.
So, versuchen wir es mal von hier. Oh mein Gott. Da ist er. So. Ah, super. Mit dem Bruder verbinden. Sehr schön. Oh fuck. So, weg, weg, weg. Einfach verpissen. Und einen anderen Weg suchen. Weil wenn wir uns nicht mit dem Ruder verbinden, so wie es gesagt hat, bringt es mir vorne und hinten hier nichts. Ah ja, ja, jetzt muss man noch ein Ruder finden. Das ist ja sehr schön. So, geht's raus, alles klar. So, warum sind wir jetzt so verletzt? Das ist ja abartig. So. Wir haben vollen Schlag bekommen. So, da können wir nichts verbinden. Interessant. Okay, müssen wir, da gehen wir mal zur anderen Tür rein. Oder raus. Oh oh. Was willst du? Was willst du von mir? Verpiss dich. Unfassbar. Unfassbar. Alter, was bist denn du für ein Freak, ey? Okay, er verpisst sich. Braver Junge. Verpiss dich. Tschüssi. Aufmach jetzt. Totaler Dachschaden. Weißt was? Fuck you! Okay, das sollte so geplant sein, oder was? Okay, das ist gar... Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Das soll angeblich geplant sein. So wie es aussieht. Was ist mit ihm los? Ich meine, ich finde es eh schon ganz komisch, dass wir ein Roboter sind. Aber da krabbelt er wieder da unten rum. Oh mein Gott, ey. Gehen wir halt mal hier entlang. Vielleicht hätten wir erstmal hier entlang gehen müssen. Ich meine, ich finde es ganz komisch, dass wir uns irgendwie nicht heilen können. Aber vielleicht ist es halt so. Meine Güte, was geht ab mit dir, Bub, jetzt gerade? Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Das ist ja unfassbar. Ich habe jetzt echt gedacht, wir sind down, aber anscheinend nicht so. Oh mein Gott, was geht hier ab, ey? Finkino.
Ist ja Drama pur gerade hier. Meine Güte. Wow, und dieses 3D-Effekt gerade. Ist schon zum Kotzen. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Ja, wir waren schon unten. Und es war auch kein gutes Gefühl. Okay. Okay, was gibt's hier? Okay, was haben wir da? Alles klar, das muss irgendwas mit dem Omni-Tool sein, glaube ich. Oder? Nee, nicht irgendwas, gar nichts. Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Okay, da pickt's nichts. Okay, Catherine June. So, das sind Klamotten nur. Hey, that's my room. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. So ein Tagebuch, alles klar. Okay, das brauchen wir jetzt nicht uns durchzulesen, was da ihr Tagebuch angeht. Okay, so eine komische Puppe auch noch am Start. I seriously doubt you'll find anything useful in there. Ach, guck mal. Eine Puppe. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. A danger, okay. Markt. So, was haben wir hier? So, schauen wir uns das mal an. Das. Aha. Interessant. Aber jetzt nichts Interessantes, eh? Das sind nur Markierungen. Okay. Aber steht auch nichts hinter dran. Das sind alles so diese komischen Dinger. Okay. Interessant. Eigentlich nur so diese ganze komische Fotos hier alle. So, da haben wir auch noch was. Robin Base. Ich frage mich, ob wir jetzt so extrem verwundet sind. Was halt gar nichts mehr geht, aber... Oh, da haben wir. Was ist da? Was steht da? Wir müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang unter Kontinuität. Alles klar. So, das sind bestimmt Bilder von seiner... Wow, da wurde einer... Hat sich jemand umgebracht, aber sowas von. Und das sogar noch mit dem Rasiermesser. Oh, holla die Walfee, was geht hier ab? So, vielleicht haben wir dann wieder volle Energie, wenn wir hier reingreifen. Ja, wir sind ja selber ein Roboter. Ist so. Aha. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... I mean, that's the wow you're hooking up to. Ja. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Okay, da ist wieder so ein Freak am Start da hinten, so wie es aussieht. Mal schauen, ob wir da hinten hin können. Was geht hier ab, ey? So, da war nichts. Aber gehen wir halt da hoch. Und da sind bestimmt Freaks am Start. Aha, da ist wieder so ein Gehirnscan. Interessant. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Interessant. Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad? Okay. Vielleicht bin ich einfach zu blöd und zu weit weggelaufen. Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? A Mazer tool.
What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the Ark Project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Okay, was ist nun hier passiert? Das ist wirklich eine Frage. Okay. Man muss mal den Hauptreaktor noch funktionstüchtig machen, sonst funktioniert das hier alles nicht. So. Okay. Ah, so. Das ist die Funktion dieses Gerätes. Interessant. So. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Okay. Dann checken wir mal das Terminal. Okay. Munchie. David Munchie. Das sind wir. How did this? What is this? Das sind wir. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. The legacy scan. Okay. Warum wir gestorben sind, krass. Oh. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It was freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Die Aufzeichnungen sind sehr interessant. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Wow, das ist schon interessant, wenn man sich selber als den Spielcharakter hört, was man von sich denkt. Das ist ja echt atemberaubend. Krass. Das ist ja wirklich heftig. So, da kommen wir nicht durch. Welcome to my place. Aha. When I started the Ark Project, I pretty much lived in this lab. Cozy. This is where I would store the Ark scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better.
Aha, was ist da drin? Interessant. Sodle. Okay. Zeichnungmäßig finde ich mir jetzt gerade nichts so Interessantes mehr. Fehlerbehebung kann man eh nicht, weil wir noch an den Server ran müssen. Das ist Fakt. Naja, dann beende ich auch hier mit dem Part. Wir haben ein bisschen, was unseren Hintergrund angeht, erfahren. Wir haben einen Freak in irgendeinem Cocoon auch gesehen, der uns eigentlich nicht umgebracht hat. Und nachdem wir dieses Teil da berührt haben, auf einmal volle Energie wieder hatten. Kein blassen Schimmer, was das eigentlich für eine Wirkung hat. Vielleicht ist es wirklich so ein Punkt, wo man wieder seine Energie aufladet. Das kann ja gut möglich sein. Weiß ich ja nicht. Werden wir auf jeden Fall nochmal rausfinden, aber ich denke mal, das ist so ein Restore-Punkt. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vom Spiel her so ist, dass man mit der Zeit, wenn man nicht angegriffen wird, eher seine Energie zurückbekommt. Aber es ist schon interessant. Aber ich beende auf jeden Fall hier den Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Soma. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.